Hallo meine lieben Kräuterfreunde, mich freut's, dass ich euch heute wieder auf meinen Kanal begrüßen darf. 300 Jahre zum Werden, 300 Jahre zum Sein und 300 Jahre zum Vergehen. So all kann eine Linde werden. Die Linde ist auch ein großer Mutterbaum. Und wenn wir jetzt wieder die Blätter der Linde betrachten, dann können wir wieder ganz eindeutig die Herzform erkennen. Und die Baumkrone, die Silhouette, bildet auch die Form eines Herzens. Die zwei Komponenten, Mutterbaum und diese über tausenden Herzen, das sagt uns jetzt wieder was. Wie ist denn ein Mutterherz? Mild, verzeihend, liebend. Ja, all das vermittelt uns dieser Lindenbaum, wenn wir uns für diese Themen öffnen. Früher hat man ja die Linde immer auf einen Dorfmittelpunkt gesetzt und darunter haben nachher feste Versammlungen, Begegnungen, Austausch, Gespräche stattgefunden. Und sogar Gericht wurde unter diesem Lindenbaum abgehalten. Und natürlich hat man sich auch in den Schatten des Lindenbaumes, es gibt ja viele Lindenlieder, ausruhen können. Das alles kann uns der Lindenbaum aufzeichnen. Für mich persönlich ist der Lindenbaum ganz ein besonderer Baum. Ich gehe x-mal am Tag an dem vorbei. Und eigentlich spüre ich ihn allem, wenn ich da vorbeigehe. Ja, er sagt mir oft, wenn ich nicht so gut drauf bin, lass einmal alle 5 Grad sein. Das vermittelt mir der Lindenbaum. Und gerade in der Corona-Zeit, da hat mir der Lindenbaum ja auch ganz viel Gutes getan. Immer wenn ich da vorbeigegangen bin, da waren gerade die Knospen heraus, da habe ich immer 3 Lindenknospen gegessen. Und die sind extrem schleimig. Und die haben mir vorgestellt, dass jede Zelle meines Körpers mit Schleim umgeben wird von diesen Lindenknospen und dass bei mir nichts anhaften kann, kein Virus und gar nicht. Ja, und so ist mein persönlicher Bezug zum Lindenbaum. Und jetzt sehen wir, der Lindenbaum, der steht in der vollen Blüte und der ausgewachsene Lindenbaum, der kann bis zu 60.000 Blüten hat der. Und das ist natürlich ein Paradies für die Bienen. Und jetzt ist gerade der richtige Zeitpunkt, diese Lindenblüten zu ernten. Und da ernten wir diese Flugblätter mit den Lindenblüten. Und die trocknen ganz schnell. Und daraus können wir ganz einen guten Tee zubereiten. Denn Lindenblütentee ist erwärmend und schweißtreibend. Also ideal, ein idealer Grippetee und er leitet alles Schlechte von uns aus. Und er stärkt auch immens unser Immunsystem. Wie bereite ich den Lindenblütentee zu? Ich koche den immer zuerst 3 Minuten und lasse nachher noch eine Viertelstunde ziehen, weil er soll eine rote Farbe haben. Dann ist der Lindenblütentee richtig gekocht. Und man kann auch im Herbst einmal 3 Wochen Lindenblütentee kochen, nachher stärkt man das Immunsystem. Und wie ich schon beim Holunder-Video gesagt habe, eine Tinktur von diesen Lindenblüten ansetzen und mit den Holunderblüten mischen, nachher stärkt man das bakterielle Immunsystem. Also meine lieben Kräuterfreunde, stellt euch wirklich einmal unter einen Lindenbaum und spürt diese milde, diese friedvolle Energie. Danke für euren Dabeisein. Alles Liebe.